Risiko ein. Wir brauchen die Unterstützung der Zivilbevölkerung, wenn wir dort reinkommen wollen. Alle Macht dem Volk. Jetzt müssen wir doch tatsächlich erstmal Nebenmission machen. Das können wir gerne machen. Warte mal eben, wenn wir schon einmal dabei sind. Hey Jungs, guck mal hier. Ciao. Ich wollte doch mal ausprobieren. So, da war wenigstens ein Fahrzeug schon mal erledigt. Und schon auf 60%. Guck mal an. Sehr geil. So. Zählen denn die Radios jetzt auch dazu? Würde mich jetzt mal brennend interessieren. Wie kommen wir denn da rauf? Geht das hier irgendwie? Versuch mal an das Radio zu kommen. Hallo? Wie komme ich denn... Achso. Natürlich muss ich erstmal die Scheibe... Verdammte Scheibe zerstören, damit ich mich hier aber nicht schneide. Das Radio zählt auch dazu. Ach, ist ja geil. Das heißt, also die ganzen Nebenaktivitäten, die zählen jetzt alle dazu. Ist ja interessant. Und auch hier die ganzen KVL-Sendeempfänger-Dinger hier, die hier stehen. Wollte ich gar nicht. Auch hier. Warte mal. Funktioniert das? Nein, das war falsch. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Das war sehr dumm von mir. Sehr dumm von mir. Ciao. Hör auf mich zu schießen. Ich habe dir nichts getan. Es gab einen schwerwiegenden terroristischen Vorfall. Nein, das wollte ich. Das wollte ich. Guck mal hier. So, da haben wir das Fahrzeug schon mal zerstört. Wenn wir schon einmal dabei sind, ne? Gehen wir mal richtig Gummi jetzt hier in der City. Ja, ja. Ich werde mal ein bisschen die City hier aufmischen. Ein bisschen Action hier machen. Was haben wir denn hier? Ja. Sonst ist hier nichts Schönes. Hier ist wieder ein Radio oben. Die Frage ist, wie kommen wir... Was? Ach da! Oh Gott, ich sollte mich hier nicht so sehr entlegen. Alter, geh doch aus dem Weg! Mann, geh doch aus dem Weg! Das gibt's doch nicht! Da steht ihr einfach mal im Weg, die olle Truller. Wenn wir schon dabei sind, ne? So. La 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 la. Hallo Jungs. Ist hier nicht irgendwo so eine Kiste? Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. So. So und? Zack, schon haben die Jungs sich beruhigt. So. Das heißt, wir können fröhlich weitermachen. Fröhlich Sender. Sendeempfänger. Berichten zufolge soll die KVA einen Tunnel zwischen Ashgate und Holloway gesichert haben. Der wird streng bewacht sein, aber wenn du ihn einnehmen kannst, hätten wir einen viel besseren Zugriff auf die Zone. Ein Tunnel? Ist das hier diese. Wie komme ich eigentlich nochmal durch diese Türen rein? Die haben doch auch normalerweise so einen Sicherheitsempfänger, ne? Oder? Oder wie war das nochmal? Es gab einen Vorfall in ihrem Bereich. Friedenswächter werden sich der Sache in Kürze annehmen. Konnte man die Dinger nicht auch irgendwie hacken? Verdammt. Auf jeden Fall muss ich da rein. Die Frage ist nur, wie? Ich schaue mich mal gerade ein bisschen um, weil das gehört ja auch hey, dann so ein bisschen alles in dazu. Ordnung? Ja, ist alles okay. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich war in eine lange Nacht gestern. Weißt du, wenn du so die ganze Zeit hier Häuser clearst und tralala, dann wirst du schon müde. Das ist immer so.
Ich dachte, ich könnte darauf. Ach, hier brauche ich das ferngesteuerte Auto. Die Frage ist, habe ich das überhaupt? Und wie wechsle ich das nochmal durch? Ich glaube, ich habe das gar nicht. Oder? Warte mal, R1. Ach, doch, habe ich. Wie funktioniert das nochmal? Ich habe keine... Oh Gott. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das... Uah. Detonieren ist R1. Wo muss ich denn hin? Hier vielleicht detonieren? Warte mal, weil hier ist ja das für die Türen. Kann ich hier? Warte mal, ich detoniere einfach mal hier. Vielleicht ist das ja richtig. Das war falsch, weil ich ein ganz anderes Auto brauche. Ich brauche so ein Heckauto. Und das habe ich noch nicht. Das heißt, ich muss erstmal... Scheiße. Das heißt, ich muss tatsächlich... Uah! Hallo Jungs! Ciao! Mit V! Also muss ich tatsächlich erstmal so ein... So kommen noch mehr Leute auf unsere Seite. Ja, ja. Muss ich erstmal so ein... Was ist das denn hier? Da fehlt übrigens die Textur. Aber wo, was bringt mir das denn, wenn ich hier... Oh, geil! Ist das ein CV? Ach krass. Das ist ja cool. Erstmal alles mitnehmen. Geil. Ja, wir brauchen trotzdem. Aber natürlich trotzdem dieses Auto für die. Boah, ist das hell. Geh ins Licht, Johnny. Komm nie wieder. Müssen wir gucken, dass wir mal irgendwo so eine Base haben, wo wir mal Inputs hin können. Sie bekommen keinen Bissen mehr runter. Alle übrigen Rationen können verpackt in unser Nahrungsauslieferungsraum. Weil so kommen wir, glaube ich, oder? Oder kommen wir hier vielleicht rein? Wo ist denn die Tür offen? Huch, jetzt. Ah ja. Ja, mir geht's gut. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass du gerade da gespawnt bist. Aber ansonsten geht es mir echt blendend. Da ist wieder ein Fahrzeug. Kann ich das hier? Ah, das geht wunderbar. Sehr schön. Warte mal eben. War ich nicht. Was, das Ding ist immer noch nicht kaputt. Bitte bleiben Sie ruhig. Es gab eine schwerwiegende Störung. Das Ding muss doch mal kaputt gehen, oder nicht? Das Ding geht einfach nicht kaputt. Ich glaub's ja wohl. Wie soll ich... Ah nee, das ist halt... Ich dachte auf der Karte, das wäre das jetzt. Ja, komm her, mein Freund! Wie wäre es, wenn ich dich einfach mal messer und ich heile? Dann kann ich währenddessen mal eben das hier machen. Zack. Und vielleicht, wenn ich dann nochmal die Zeit habe, erinnert ein bisschen an Mirror's Edge, so schnell wie ich jetzt gerade spiele. Komm ich denn... Ja, schieß mal ruhig euren Freund, ist ja egal. Hast gesehen, der eine läuft da durch den Zaun gerade, oder versucht es zumindest. Ich hoffe, das... Oh Gott, oh Gott. Oh, ist das so eine gute Idee, hier zu sein? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so eine gute Idee ist, hier zu sein. Ganz ehrlich. Ciao. Ey, die schmeißen Granaten. Willst du mich verarschen? Nö. Lass das. Lass das. Ich bin auch jung. Ihr kriegt gleich terroristische Aktivitäten. Ist das ein Fahrzeug da unten? Ah ja. Aber ich glaube, mit der Waffe, glaube ich, kann ich da nicht viel reißen. Oder warte mal. Ich kann die doch modifizieren, ne? Wir warten das nochmal. Lass das.
würde nämlich gerne... Wie kann ich denn... Wie war das nochmal? R1? Genau so. Geht das? Ah, das funktioniert. Sehr geil. Hallo. Das... Wieso funktioniert... Ah, jetzt. Das funktionierte gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist gerade... Alter, was? Der wird mich erledigen. Und ich habe kein Leben mehr. Oh Gott. Geronimo! Aua, ich würde sterben. Wenn ich jetzt keinen Dings finde, werde ich sterben. Uhalalalala, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu sehr in die Action geworden. In deiner Nähe könnte ein ausgezeichneter Platz für ein Überwachungsteam sein. Sieh nach, ob du einen Weg findest, hineinzukommen und für den Widerstand zu sichern. Erstmal ins Klo. Ich glaube, es war ein bisschen zu viel Action. Jetzt können wir mal so langsam versuchen, uns erstmal zu heilen und... Aber vielleicht möchte ich doch erstmal hier das Gebäude clearen. Komme ich hier rein? Also so komme ich da schon mal nicht rein, weil dann können wir uns da oben heilen, könnten ein Medipack kaufen und so. Aber erstmal da reinkommen. Vielleicht über dieses Gebäude. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo lang. Irgendwie muss ich ja auf das Gebäude wieder kommen. Erstens brauche ich Medipack. Und zweitens würde ich gerne speichern. Speichern. So. Kenn ich dich? Nein, du kennst mich nicht. Ja, mein Name ist FlexGER und ich habe einen YouTube-Channel. Bist du neu in dieser Zone? Bürger, nein. Sofort auseinandergehen und friedlich nach Hause zurückkehren. Aufstände sind ein Kapitalverbrechen. Tödliche Gewalt wird zum Einsatz kommen. Komm ich hier rüber vielleicht da rein? Da ist Scheiße, da ist eine Drohne. Fuck. Wieso leuchtet denn da so ein Dollar auf... Hä? Gott. Boah, was eine dämliche... Was eine dämliche Drohne. Hast du gesehen, fliegt die erstmal gegen die Wand. Aufstände sind ein Kapitalverbrechen. Dämlich. Tödliche Gewalt wird zum Einsatz kommen. So. So, hier sind die Kerzen an, wahrscheinlich noch von die haben wahrscheinlich, wahrscheinlich Outlast gespielt. Die Adalina werden mit tödlicher Gewalt auseinandergebracht. Unterlassen Sie die illegalen Aktivitäten und kehren Sie nach Hause zurück. So, ich hoffe, ich kann das hier... Ich hoffe, ich kann hier ganz gemütlich hier alles absneaken und ganz schnell hier diesen Außenposten für uns beanspruchen, dass wir hier ganz schnell das für uns haben. Die Frage ist nur, wo geht's weiter? Hier. Hier, glaube ich. Und dann da drüben rüber, ne? Oder? Ja. Jeder Bürger, der öffentliches Eigentum. Alter, das wird ja mal komplizierter hier. Vor Ort verhaftet. Jeder Assassin's Creed-Spieler würde sich freuen. Hey, ich kann mit an Häuser hochklettern. Juppie! Ich glaube, wir haben's. Oh ja, Gott sei Dank. Geil. Markt Apartment. Und wieder ein Gebiet geklärt. Was er jetzt erst reinladen muss, weil wir haben wahrscheinlich Nacht, denke ich mal, im Spiel. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau. Standort gesichert. Ich schicke jetzt ein Aufklärungsteam rüber. Dadurch sollten wir genügend Informationen über die Bewegungen der KVA in der Zone erhalten. So, bisschen Wert am Waggon, Munition natürlich und... Für die Alpha an alle Teams. Terry glaubt etwas zu haben, aber wir brauchen mehr Informationen über die Indie Hall.
Überwachungsteams sollen Fotos vom Gebäude machen, den Eingängen und Schwachstellen, von Patrouillenpunkten und Routen, sowie von automatisierten oder drohnengesteuerten Verteidigungsanlagen. Von allem, was wir nutzen können, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Verstanden, wir sind dabei. Ferngesteuerte Auto hacken? Alter, wir haben 132! U oder T? Ich weiß es nicht, Alter. Aber sowas von. Aber sowas von, da wird sich der Flex in der nächsten Folge wird sich sowas von freuen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt das Heckauto, damit können wir jetzt dieses eine Gebiet da befreien. Das kann aber der liebe Herz und Gedanken 99%, cool. Da wird sich der liebe Flex in der nächsten Folge wird sich da sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von mir und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder bei Homefront The Revolution. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Bis dann, ich bin raus. Tschüss.